Recht herzlich willkommen zur 158. Folge von Towns. Ja, unser Wachhäuschen wächst und gedeiht. Wir hatten dann jetzt mal noch diese Reihen gemacht und ja, da wird wohl noch eine Kerze hinkommen. Die müssen wir dann noch umbauen. Jetzt kommt ein Stein, aber der wird da oben wahrscheinlich hingebracht werden, gehe ich von aus. Jo, da war. Da war. Achso, wir hatten ja hier auch so. Ja, irgendwo Bergarbeiter, ne? Haben wir die jetzt eigentlich schon zusammengekriegt? Ja, hatten wir. Die haben auch alle was an. Passt. Wie sieht das hier mit Anzügen aus? Haben auch alle was an. Die Erntehelfer. Haben alle was an. Wer war das? Holzfäller. Okay. Und. Ja. Träger. Neuer Held gekommen. Hier muss noch was passieren, ne? Macht's aber irgendwie gerade nicht so. Okay, die sind auch daran am Arbeiten, dass das fertig wird. Da kommt noch ein Stein. Wo kommt der hin? Da hinten. Kann ich noch nicht zubauen. Der fehlt noch. Oder der, damit ich dann keinen Absturz da habe. Ne? Hier oben hat man noch eine Reihe gemacht. Ne? Die ist auch schon fast fertig, oder? Wie sehe ich das? Zwei Holz fehlen noch. Ja. So, hier wird aber auch geholzt. Die Steine kommen auch noch. Da ist noch nichts passiert. Kikeriki macht er. Was ist denn hier los? Jetzt noch. Achso, das Treppenhaus, okay. Im Treppenhaus ist eine Treppe. Ja, die gehen da wohl hoch. Kann wohl passen. Ist das jetzt fertig? Ich glaube, das ist jetzt fertig, ne? Dann können wir da eine neue Reihe ziehen. Und zwar wegen der fehlenden Tür leider nur eine Reihe. Und die restlichen gehen alle. Also wegen der fehlenden Tür ist gut. Ach so, okay. Da kann man keine Tür hinsetzen, weil da kein Flur ist, ne? Jetzt müsste man das hier mal andocken, ne? So sieht's aus. Da nochmal hin. Das gestaltet sich gerade schwierig mit dem Hinbauen, ne? Ich hätte jetzt gerne bis dahin gemacht, aber wie man sieht, funktioniert das irgendwie nicht. Tut sich nichts. Macht das weg. Das ist dort. Ach, das ist dann noch höher. Okay. Kriegen wir das irgendwie hin, dass der wenigstens einen macht? Nee, er will gleich immer so ganz viele machen, ne? Also rein theoretisch müssten wir das hier mal alles wegreißen, ne? Und dann Boden hinmachen und man könnte es natürlich auch so lassen, ne? Aber irgendwie würde ich ja gerne nochmal da was hinsetzen. Wenn ich da ziehe und dann da, kriege ich das hier hin, oder? Ich glaube, das geht schon dann. Dann kriege ich wenigstens die zwei Steine dahin, ne? Und wenn die zwei sind, dann kann da auch schon einer rüber wahrscheinlich. Und dann kann das Zimmer bewohnbar gemacht werden. Nicht bewohnt werden, bewohnbar gemacht werden. Gut, da fehlen nur noch drei Steine. Da müssen wir eine Stage zurück. Da,
dort und dort und passt. Das ist fertig, da passiert nun nichts. Die können das jetzt alle bauen. Das ist doch schon mal was, oder? Essen sah letztes Mal ganz gut aus. Gucken wir nochmal rein. Brot ist immer noch da. Und sogar ein paar Kuchen hier. Oder nicht ein paar, einer auf jeden Fall. Jetzt ist er auch schon aufgegessen. Wo war denn noch einer? Hier oben war einer. Ach, da ist er. Ja, okay. Da ist aber jetzt schon wieder ein Apfelkuchen. Ein Birnenkuchen, das läuft. Äpfel und Birnen laufen auch. Gut. Ich denke, wir gehen mal nach unten und gucken, was da so los ist. Sieht ja krass jetzt hier aus. Hier sind auch die Steine schon relativ wenig geworden. Die werden alle hochgebracht, ne? Hier könnte man noch eine Kerze irgendwie hinstellen. Lass das mal offen. Ne, die Kerze ist schon da, ne? Hier vielleicht nicht. Da müssten wir erst was abreißen. Wenn wir diese Wand wegmachen, dann kommt das Licht da auch durch, ne? Mach das mal weg. Ne, warte, da ist unser Friedhof. Da soll es nicht weg, aber bis dahin kann es weg. Ist dann die Frage, ob das einer wegmacht, ne? Aber wohl, wir hatten ja ein paar mehr, ne? Wer ist da gestorben? Ein Schaf, okay. Hier haben wir das Wasser eingedämmt. Das ist unser Friedhof. Und wenn ich da jetzt mal so gucke, haben wir keine freien Stellen mehr. Dann müssen wir da mal wieder arbeiten, oder? Ich glaube, der Michael Friedrichs, der hatte mir das auch schon mal wieder geschrieben, ne? Kann das sein? Aber ist schon länger her. Shit, da war einer daneben. Und wie man sieht, ist sofort jemand beerdigt worden. Wer weiß, wo der noch war. So, und jetzt muss ich noch da einen wegmachen. Dann passt's, oder? Ja. Gut. Läuft, ne? Friedhof ist bald voll, da müssen wir, ne? Gucken, was wir dann machen. Hier unten fehlen noch so ein paar Laternen. Also 1, 2, 3 und da muss eine Laterne hin. Ich weiß nicht, ob das jetzt klappt, aber so sieht man es jetzt nicht, blöderweise, ne? Wir werden sehen. Irgendwann kommt einer und stellt eine Laterne hin. Also wir können definitiv ja hier auch noch weiter ausbauen, ne? Das ist ja jetzt hier alles passend eingedämmt. Dann bedeutet, das kann man auch wegmachen, ne? Hier ist ja zu. Und da auch. Hat ja geklappt irgendwann mal. Guck, wie wieder einer beerdigt. Jetzt ist aber noch nicht gekommen. So, gehen wir mal tiefer gucken. Ja, hier haben wir natürlich auch Riesenbaustelle. Ja, da sind bestimmt noch irgendwelche Zimmer in den Zwischenräumen. Hier ist noch gar nicht so viel freigelegt. Hier unten haben wir schon was getan. Ja, dann sollten wir vielleicht mal hier weiter graben noch, oder? Also nicht zu viel machen, nur ein bisschen, aber hier können wir schon mal ansatzweise checken, wo es da weitergeht. Das gleiche machen wir hier hinten noch. Mal ein bisschen tiefer kommen. Irgendwann kommen dann da die Höhlen zum Vorschein, ne?
Hier sind auch Kammersysteme. Die sind aber alle so weit. Naja, hier könnte man auch wieder was suchen, ne? Und ja, hier ist noch richtig was zu entdecken in der Ebene, ne? Okay. Wir haben doch Helden da, wo machen die nix? Wo machen unsere Helden nix? Faule Hunde. Hier oben waren sie. Da ist auch Feierabend erstmal, ne? Okay. Ah, da läuft ein Held sogar lang. Ah, da war die Treppe, da ging er gleich wieder hoch. Alles klar. Ich denke mal, das macht Sinn, hier diese Wände mal gerade rauszureißen. Da gibt es dann bestimmt eine Abkürzung irgendwann. Ah, hier waren sie ja schon ziemlich weit. Oh, hier wird gerade gekämpft sogar. Eben noch gesagt, die sollen was tun und jetzt sind sie tatsächlich unterwegs und machen was, ne? Verletzt. Jetzt haut er ab. Zieht aber keinen mit, interessant. Doch, jetzt kommt er, oder? Nee. Okay. Hätte ich jetzt mitgerechnet, dass er hinterher kommt. Gut. Also hier wird auch was gemacht. Das ist ein Zombie. Daneben war ein Direwolf, oder? Ein Werewolf, okay. Das ist hier ein Firehead. Okay. Oh, hier ist noch ein Höhlentroll. Die arbeiten gerade dran, okay. Jetzt ist er wounded und er ist. Ah, der ist schon ziemlich stark wohl, ne? Der Höhlentroll. Der wird aber mitgezogen. Aber da kommt schon der nächste. Haben ja fünf Helden, ne? Die können ja mal was machen. Ah, wir werden in Schweinchen verwandelt. Alles gut. Und dann ist er auch schon kaputt. Da ist ein neuer Held gekommen sogar. Und hier läuft einer jetzt in die neue Gegend. Will ich hoffen. Wir sehen was. Oh, hier sind viele. Und was sind das für welche? Dungeon Wall. Ne, Dungeon Wall sind keine Leute. Inflected Zombie. Okay. Und das sind Direwolves. Okay, aber der müsste jetzt dann... Ach, sind zwei sogar. Okay. Na, dann geht's wohl. Haben wir hierfür einen? Evil Turtle. Okay. Das war Sneaker Blade. Ich glaube, ja. Okay, und dann war es das auch. Hier bitte weiterentdecken jetzt. Super. Ja, hier ist nichts. Du musst da lang. Jetzt geht er nach oben. War klar. Der auch. Achso, die Wände sind noch nicht weg, deswegen müssen die noch so Umwege machen, ne? Da kommt noch einer, was macht der? Das ist aber... Ah, okay, der holt sich da was, alles klar. Ich hatte jetzt gerade Sorgen. Jetzt bastelt doch mal hier gerade an der Wand einer. Dann wollen wir den Umweg auch nicht gehen, da hinten lang, ne? Da kommt auch jemand. Der hat eine Kugel geholt. Naja, wird schon werden. Warum sind hier zwei helle Stellen? Ach, da ist die Treppe hoch. Alles klar, deswegen ist es da heller. Die Kerze scheint da runter, oder wie sehe ich das? Gut, okay, das haben wir schon mal schön angeguckt da unten. Schauen wir mal, wie weit wir hier sind. Was macht unsere Mauer? Die ist noch nicht fertig. Was macht unser Dach? Das ist fertig. Hier wird irgendwie nicht ausgehöhlt, ne? Keine Ahnung, warum da nicht ausgehöhlt wird. Weiß ich auch nicht. Warten wir aber noch ab. Wie sieht das hier oben aus? Ich glaube... Warte mal, da müssen wir noch einen höher.
Ja, die können jetzt wieder in ihren Raum. Wir können mal gerade gucken, ob wir da noch den Boden weitermachen können. Mauer, Mauer, Holzwand. Ne, ich glaube, wir sind gerade in der falschen Höhe. Hier muss das hin, ne? Da nach... Nee. Oh, schwierig, ne? Das wird hier irgendwie nichts mit dem Bauen. Warte mal, wenn wir hier sind, ne? Dann muss ich doch irgendwann mal einen haben, der sagt, jo, hier kannst du bauen. Hier ist der Überhang. Na, jetzt bin ich natürlich so weit. Okay, da dran ist es. Boah, das kann nicht sein, oder? Oder ist es so? Ich glaube, es könnte sein, dass das funktioniert hat, aber ich weiß es nicht. Nö, sieht nicht so aus. Gut. Aber ich denke mal, für die Folge soll es dann auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.